Ja, liebe Freunde der seichten Unterhaltung, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mystic Quest Legend. Mein Name ist Ravenite, obwohl ihr könnt mich mittlerweile auch Beule nennen. Denn ich bin offscreen mal ein bisschen in den Dungeon gegangen und siehe da, was ich gefunden habe. Richtig, den Lebenszauber. Der hätte mir einiges leichter machen können. Egal, jetzt haben wir immerhin das noch. Sollte noch irgendwas anderes sich dort befinden, klärt mich bitte auf. Jetzt können wir nämlich hier rechts langlaufen. Ein Schlachtfeld, was ich noch machen werde. Aber jetzt gehen wir erstmal in den Fokusturm. Denn wir können ja jetzt uns nach Vinya begeben. Schauen wir erstmal, wo wir jetzt hier rauskommen. Ich glaube, hier sind wir eh falsch. Wir müssen ja immer von unten in den Fokusturm rein. Ich vergaß. Wie ihr seht, die Wolken sind noch weg. Sollte ein Ort wieder endlich frei begehbar sein, verschwinden auch die Wolken von dem Ort. Wir haben jetzt schon einiges vom Spiel geschafft. Wir haben jetzt schon die dritte Münze, also den dritten Kristall befreit von Vieren. Also allzu viel kommt da nicht mehr. Aber lasst euch eins gesagt sein. Das Spiel ist noch lange nicht vorbei. Wir gehen jetzt erstmal und lösen die... Ja, okay, genug Bomben haben wir. Ich habe nämlich auch noch ein paar Bomben eingesammelt im Lavadom. Gehen jetzt erstmal hier durch die Hitze. Ah, da ist er ja, Wombel. Was sagt er? Halte nach Mix Schiff Ausschau, wenn du nach Vinya gehst. Ach nö. Das sind immer so tolle Infos von dem. Also, könnt ihr mal bitte einer für mich verprügeln? So, wenn wir hier runter gehen, können wir, glaube ich, noch weiter runter. Und glaub mir eins. Jetzt kommt gleich eine der besten Musiken im ganzen Spiel. Da ist er. Das ist die beste Musik im ganzen Spiel. Und wir müssen uns jetzt hier mit Gegnern abgeben. Die werden wir so noch nicht bekämpfen. Sondern erstmal uns da durchprügeln, denn wir kennen davon bis jetzt nur den Metzger. Der ist auch schon weg. Aber jetzt ist noch ein Hadeswächter da, der nicht zu verachten ist. Der uns vor allem auch versteinert. Was ich ganz vergaß. Aber immerhin ist der Kampf gewonnen und wir sind aufgelevelt, trotz Versteinerung. Und finden hier den Luftfluch. Sehr nützlich. Für später. Die Musik werden wir öfters noch genießen, wenn wir das Spiel kurz vorm Ende haben. Und ja, erstmal wieder ein bisschen was geschafft heute. Ich hoffe, es geht euch auch nicht zu schnell mit dem Spiel oder ähnliches, denn mir liegt schon am Herzen, dass ich das Spiel auch einigermaßen hinbekomme. So, die Hängebrücke. Die Hängebrücke mache ich noch und dann werde ich mich zum Schlachtfeld zurückbegeben. Die Musik ist auch gut. Wir gehen erstmal hier rüber. Oh, oh. Was soll das denn jetzt? Überraschung! Zurück, Dennis! Mit dem werde ich alleine fertig! Okay. Die beiden prügeln sich jetzt. Und Rubens, was machst du da? Scheiße. Da räumen wir doch erstmal jetzt hier diese Mumien da aus. Die Mumie aus dem Weg. Ich habe Erstschlag gegen Ägypto-Hypno. Okay. Wollen wir mal gucken. Ich glaube, wir werden die mal ein bisschen durcheinander. Das ist nämlich die Schwäche dieser Mumien. Ja, ich glaube, das war's. Zack. Besiegt ein paar Goldmünzen. Und gehen erstmal weiter. Das hier ist Autosteuerung. Das macht er jetzt von selber. Und klettert runter. Und da ist Rubens. Rubens! Keine Angst, ich bin okay. Geh ohne mich weiter. Okay, klettern wir erstmal nach oben. So. Hört ihr das? Das ist so diese geile Musik. Hat es deinen Kumpel umgehauen? Ja, aber es geht ihm gut. Schön zu hören. Ich werde dich ein wenig begleiten. Tristan schließt sich wieder an. Sehr schön. Auch auf Level 23. Wir sind zum ersten Mal vom Anfang an über dem Level des Genossen. Klettern hier erstmal runter. Denn hier war noch eine Truhe. Genau, an die erinnere ich mich noch. Mit Krafttränken. Und klettern wieder weiter nach oben. Hier können wir auch nicht runterfallen. Und ja. Schauen wir mal, ob hier unten noch was war. Ich glaube, an den beiden anderen Enden war nichts zu holen. Hier zumindest auf gar nicht, auf gar keinen Fall. Da ist vielleicht noch was zu holen. Aber sicher bin ich mir da nicht. Ne, hier war auch nichts. Ja, war wieder klar, die falsche Ranke. Gut, dann werde ich erstmal das Schlachtfeld vorbereiten. Und das Schlachtfeld dann bereinigen. Mal schauen, was wir da wieder Sinnvolles für uns bekommen. Und Zaubertrank, jawohl. Wieder auch ein paar davon gehalten. De 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 de
So. Jetzt können wir uns nämlich rein theoretisch hier in den lebendigen Wald begeben. Doch das werden wir nicht tun. Ich werde jetzt nämlich erstmal wieder den Fokusturm verlassen und das Schlachtfeld bereinigen. Denn, die Schlachtfelder werden aufgeräumt, das habe ich ja gesagt im Vorfeld. Und mal schauen, wie weit wir dann kommen. Wir mussten wieder durch die Sandmünze durch. So. Und ihr habt auch vielleicht gemerkt, oben in Feuerburg in der Region, kein Erdbeben mehr. So. Wir werden jetzt noch einmal nach Feuerburg gehen, denn, ich möchte schauen, vielleicht ist Rubens ja schon zurückgekehrt. Dann wäre das der größte Fehler im ganzen Spiel. So. Die Musik ist immerhin noch schön. Müssen wir ins Hotel? Nö, eigentlich nicht. Aber wir können uns noch ein paar Zaubertränke kaufen. Und wir nehmen... Boah, wir können uns alle 79 kaufen. Werden wir aber nicht machen. Wir kaufen uns nochmal 15. So. Übernachten doch nochmal. Und schauen dann nach Rubens, ob er vielleicht zurückgekehrt ist. So, Quietschfidel. Ich wundere mich immer, wo die andere Person schläft. Schläft die etwa bei dem Helden im Bett? Oder was auch immer? Hm. Die Namensgabe ist auch von den Spielen anders. Um das nochmal so zu erwähnen. Nebenher. Denn, nee, da liegt nur Arion im Bett. Wir nehmen nochmal das Ambrosia, von dem ich immer noch nicht weiß, wofür es ist, mit. Was? Diese Monster wollen immer nur das eine. Männer auch. Nein, natürlich nicht. Nach der Explosion hatten die Erdbeben aufgehört. Ja, das weiß ich. Da brauchst du mir nicht sagen. Ja. Die Namen sind nämlich anders. Bei den Amerikanern heißt, oder auch bei den Engländern, heißt Kalia Kaeli. Also K-A-E-L-I geschrieben. Bei den, ja, dann heißt Phobia Phoebe. Wie die aus Friends. Ja, diese alte Sitcom kenne ich auch noch. Rubens heißt Reuben, also R-E-U-B-E-N. Oder Reuben, könnte man ihn in Deutsch aussprechen. Ja, Tristan heißt Tristam, also mit M. Und ja, ansonsten... Ja, Wombel weiß ich nicht, wie der heißt. Das ist mir jetzt entfallen. Auf jeden Fall machen wir das nächste Mal bei diesem Schlachtfeld weiter. Schaltet wieder ein, wenn es heißt Let's Play Mystic Quest Legend, sprach der Raven Knight nimmermehr.